ihr Lieben, es wird bei uns ganz edel. Wir machen einen Erdbeer-Fenchelsalat mit in Ahorn glasierten Jakobsmuscheln. Und Chili, Honig und Minze runden das Ganze noch so richtig ab. Für unseren Erdbeer-Fenchelsalat mit Jakobsmuscheln brauchen wir selbstverständlich Jakobsmuscheln, Erdbeeren, Honig, Ahornsirup, so ein bisschen Minze, ein Fenchel, möglichst ein klein, weil wir brauchen irgendwie nur ganz wenig. Ich habe aber nur so einen riesigen erwischt. Olivenöl, Chili und eine Zitrone, eine Bio-Zitrone. Wir brauchen die Schale. Von unseren Erdbeeren suchen wir jetzt erstmal die zwei schönsten aus und legen sie für die Deko zur Seite. Die finde ich hübsch und die finde ich hübsch. Ne, die finde ich hübscher. Und die restlichen befreien wir erstmal vom grünen Hut. Das machen wir so mit dem Messer einmal rum. Und zack, wie ein kleiner Krater kommt es auch schon aus. Dann vierteln wir die Erdbeeren. Und geben sie auch schon in die Schale. Zack. Wir haben jetzt von der gewaschenen Minze 6 Blätter abgezupft und schneiden die in kleine Streifen. Und geben sie direkt zu den Erdbeeren in die Schale. Jetzt ist der Fenchel dran. Den befreien wir erst einmal von dem Strunk und schneiden wir keilförmig raus. Brechen ihn dann raus. Dann schneiden wir das Grünzeug oben einfach ab. Wir schneiden den Fenchel dann in schmale Streifen. Da schneiden wir jetzt ganz wild einmal durch die Mitte und geben das Ganze auch schon wieder zu unseren Erdbeeren in die Schale. Von der Zitrone ziehen wir jetzt ein paar Zesten und die geben wir direkt in unsere Schale zu den Erdbeeren und Fenchel. Wir geben einige Spritzer Zitronensaft zu unseren Erdbeeren. Wir geben einen Esslöffel Olivenöl zu unseren Erdbeeren, ein Teelöffel Honig. Über das Ganze geben wir ein bisschen Salz. Und das vermengen wir jetzt einfach nur noch miteinander. Das sind unsere Jakobsmuscheln. Die müssen schön trocken sein. Das heißt, wir tupfen sie einmal schön trocken. Zack, auf aufs Brett. Die nächste auch. Dann salzen wir sie. Von beiden Seiten. Und jetzt kommen noch richtig Chili-Flocken darüber. Ich mache das jetzt einfach mal so hier und tupfe die da rein. Wir geben einen halben, das reicht, Esslöffel Olivenöl in die Pfanne. Okay, Fett ist heiß. Wir braten die Jakobsmuscheln jetzt von beiden Seiten bei ordentlicher Hitze an, damit sie ein bisschen Farbe annehmen. So circa eine Minute von jeder Seite. Zack, andere Seite. Nach einer Minute machen wir den Herd dann aus und lassen die Jakobsmuscheln nur noch ziehen. Und jetzt können wir auch schon richtig Zitrone dazugeben. Wow. Und einen Esslöffel Ahornsirup. Wir drehen das Ganze schnell noch einmal um. Wir können auch schon anrichten. Dafür geben wir unseren Salat in die Mitte des Tellers.
die Jakobsmuschel kommt direkt oben drauf. Eine hübsche Erdbeere, die Deko-Erdbeere nehmen wir davor. Von der Soße geben wir noch so ein bisschen auf die Jakobsmuschel. Lassen es ruhig so am Rand so ein bisschen runterlaufen. Die ist nämlich ziemlich lecker. Da ist ja der Ahornsirup drin. Jetzt nehmen wir noch von der Zitrone, unser Zitrone, reißen wir noch so ein paar Zesten. Das sieht schön aus. Und verteilen die über den Teller. Das wär's. Und wer keine Jakobsmuscheln mag, der nimmt vielleicht einfach Seeteufelbäckchen, ein Stückchen Seeteufel. Oder es geht natürlich auch mit so einem kleinen Stückchen Hähnchenbrust.